Was ist besser? Online oder offline? Was ist besser? Ein Mailing mit der Post in Papier oder elektronisch als E-Mail? Was macht Sinn? Da gibt es unterschiedliche Meinungen und dann gibt es einen, der in dem Bereich richtig viel Erfahrung hat, nämlich Kai Engelmann. Kai, schön, dass du da bist. Freue mich. Kai Engelmann ist der Gründer und Inhaber von EPS, die angesagte Werbeagentur in Ratingen in der Nähe von Düsseldorf. Und er hat das Who is Who der deutschen Wirtschaft in seiner Kundenliste. Und die Frage ist jetzt, Kai, was macht mehr Sinn? Macht es mehr Sinn online? Macht es mehr Sinn offline? Worauf muss ich achten? Was ist dein Erfahrungswert? Viele würden jetzt erstmal spontan sagen, naja, es kommt drauf an. Ja, genau. Aber so eine Antwort finde ich erstmal prinzipiell blöd, weil die hilft recht wenig. Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, wenn ich etwas habe, wo es um Wertschätzung geht, wo es darum geht, Menschen wirklich zu erreichen, dann auf jeden Fall das Postmailing. Mhm. Online-Mailings signalisieren alleine schon über die Tatsache, dass sie ja nichts kosten, auch ein Signal. Weil ja, es ist halt die kreative Arbeit, um dieses Mailing zu schreiben, aber ansonsten kosten sie erstmal nichts. Ein postalisches Mailing hat einen ganz anderen Effekt. Deswegen mal grundsätzlich postalisches Mailing. Die Kombination ist allerdings spannend, weil ich sagen kann, ich kann über eine E-Mail erstmal ein Save-the-Date rausschicken oder ich kann einen Reminder rausschicken und kann insofern Post sehr, sehr schön mit online kombinieren. Und ich kann natürlich auch online sehr schön das Thema Terminanmeldung, Registrierung, generell Feedback und so weiter dann einbinden. Das heißt, die Kombination aus beidem ist sehr spannend, aber wenn es um das eine One-Touch-Mailing geht, dann Post, sprich händisch, was ich anfassen kann und hier dann kreativ sein, sich was einfallen lassen und nicht nur nach 15, sondern wirklich mit einer tollen Idee ausgestattet, Wertschätzung zeigen, sowohl vom Inhalt wie auch eben Rallin schon in der Form. Und dann habe ich auch eine Chance, dass ich tatsächlich überdurchschnittlich hohe Responsequoten bekomme. Super. Überdurchschnittliche Responsequoten, wenn du wissen willst, wie du 40% Response mit einem Offline-Mailing hinbekommst, dann schau dir die anderen Videos an bei mir im Kanal. Wir werden unten die Videos verlinken, die Gespräche mit Kai, seine Tipps für Mailings, was sind die drei größten Fehler, was sind die kreativsten Projekte, die er je gemacht hat und wie hat er 40% Response für einen Kunden hinbekommen. Also, Kai, herzlichen Dank und dir fette Beute.